Was macht ein Typ, der gerade aus dem Knast kommt, als erstes? Meistens was Dummes. Du hättest nicht herkommen sollen. Wir haben uns ein ziemlich gutes Leben ohne dich aufgebaut. Ich verdiene eine zweite Chance. Es geht um meine Tochter. Hast du eine Vorstellung davon, wie unser Leben aussah, als du weg warst? Sally, schön, endlich mal deinen Vater kennenzulernen. Finde ich auch. Verhalte dich wie ein Vater. Hast du überhaupt einen Job? Okay, wollen wir unseren kleinen Ausflug fortsetzen? Das ist ein Oviraptor Philoceratops. Welche Tiere leben heute noch auf der Erde und sind direkte Nachfahren des Oviraptors? Hunde. Du denkst also, ein Tyrannosaurus Rex trägt man heute in der Handtasche rum, so wie Paris Hilton? Großartig, Sie machen das toll, Mr. B. Sieh mal einer an, der macht einen kleinen Ausflug. Steigen Sie in den Bus. Dann los. Reiß dich zusammen. Wo ist das Geld? Schöner Bus. Der Lastwagen! Denken Sie, ich verliere meinen Job, weil ich einen Kriminellen als Aufsichtsperson genommen habe? Auf keinen Fall. Alles wird gut. Was soll das? Ich kann Sally nirgends finden. Wenn du auch nur einen Mucks von dir gibst oder mich schief ansiehst, dann erschieße ich erst deinen Vater und dann dich vor seinen Augen. Das ergibt keinen Sinn. Es ist rot! Ich weiß nicht, wo mein Vater ist. Wenn ihr zufällig eine Flucht planen wollt, kann ich euch vielleicht helfen? Meldet euch, wenn ihr soweit seid. Da hat jemand eine Waffe auf dem Klo! Du gehst da lang, ich geh hier lang. Der Tag wird immer besser. Hey! Das ist wie eine schlechte Folge von Supernanny. Ich bin Mr. Bradstone. Ich bin euer Aufpasser. Sie haben mein Leben verändert. Ich hoffe, das ist Ihr Brustbeutel.